Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wie, der Risiko war gerade kein Treibstoff mehr. Vielleicht sollte man die Treibstoffleitung nach hinten verlegen, hä? Aber wir haben ja gar keine Treibstoffleitung, wir haben ja nur eine Gebietschaft, die hier arbeitet. Wir sind auf jeden Fall hier gerade wieder groß am Umbauen. Die Fläche hier wird langsam immer freier für unser Atomprojekt, das dann hier irgendwann wieder weg ist. Weil eigentlich war das ja, es war ja eigentlich mal eine Kohlemine, die Platz gebraucht hat für den ganzen Verkipppunkt. Da draußen ist jetzt ein riesiger Atomreaktor geworden. Ziemlich verschachtelt, nicht so gut wie sein sollte. Das ganze System wird nach hier umgelagert in unsere große Steinmine, die wir nutzen, um Fläche zu schaffen. Wie zum Beispiel hier haben wir schon massive Flächen geschaffen. Wir haben hier verschüttet und natürlich verschütten wir auch hinten die Minen wieder zu, um diese Flächen nutzen zu können. Stück für Stück, aber das dauert natürlich alles seine Zeit. Unsere Eisenmine scheint ja auch, aber dafür immer noch massiv zu laufen. Und jetzt mittlerweile ist natürlich auch nicht mehr die Gefahr, dass die eine Seite einstürzt. Jetzt haben wir noch die andere Seite, die einstürzen kann, aber das ist nicht aktuelles Problem. Aktuell schauen wir, dass wir hier die Kupferminen verbinden miteinander. Deswegen verkippen die Kollegen gerade hier aus dem Lager raus. Und eine Leitung führt hier hinter zu den Kollegen, die alles gerade in die alte Mine verkippen, damit wir die voll kriegen. Damit bald hier das Verkippsystem starten kann, weil das natürlich auch noch alles offen ist. Aber das dauert halt alles seine Zeit. Es ist alles ziemlich geduldsam zu erledigen. Deswegen wird das alles noch ein bisschen dauern. Wir müssen auf insgesamt plus 1 hier drüben kommen. Wenn das Ziel erreicht werden soll. Ich bin nicht gerade beim Gucken oder beim Überlegen, wo wir am besten reinfahren in das Ganze, damit wir dann dort Leitungen hinlegen. Aber ich würde hier anfangen, eine viel große Einfahrt zu schaffen. Plus 1 runter. Und dann einfach mal quer reinkippen anfangen. Das Ganze. Und dann verteilt sich es eh schon. Und dann ziehen wir das ganze System bis hier hinter. Wo wir eigentlich dann das Projekt sozusagen, oder für was wir das Projekt eigentlich hier gerade doch mit einer höheren Priorität wie wahrscheinlich gedacht starten werden. Weil wir sozusagen hier dann anfangen wollen, das Ganze, was wir jetzt bekommen, den Schlamm, umzuwandeln, mit dem wir dann noch Energie produzieren können. Was natürlich alles ein sehr, sehr interessantes System langsam wird, was wir hier machen. Wir haben außerdem die Kupfermine in der letzten Folge umgezogen, was natürlich auch sehr praktisch ist, weil jetzt kriegen wir mittlerweile relativ viel Kupfer auch raus. Was schön ist, weil wir hatten gar kein Kupfer mehr. Bedeutet für mich ist diese Mine jetzt auch abandoned und wird in Zukunft wieder verschlossen werden. Genau. Außerdem natürlich bauen wir jetzt Solarpaneele und, wir können schon die ersten leisten. Schicke Sache. Wir müssen nur aufpassen, weil, genau, jetzt passiert das, was ich nicht gehofft hatte. Wir nutzen mehr als erwartet und wir müssen mal kurz zwei Anlagen niederfahren. Wir produzieren auf einmal so viel, dass die Anlage gar nicht mehr hinterherkommt. Das war eine Vermutung bei dem Ausbau, den ich hier gemacht habe. Ja. Fehleinschätzungen sind passiert. Ich könnte mal einen von euch upgraden und schauen, was passiert. Aktuell produziert der 24. Was zwei von diesen Anlagen hier versorgt. Wenn ich dich upgrade, passiert was? Holy shit, erstens, der kann Tonnen mehr produzieren. Und wo ist Polysilizium hin? Wait, wo ist das Polysilizium? Da, geschmolzenes Silizium. Braucht es jetzt mehr? Das schaut nach viel mehr aus wie davor. Drei rein, drei raus. Der braucht Wasser. Also zum Glück haben wir hier eine Wasserleitung, aber der braucht ja jetzt Wasser und produziert Dampf. Okay. Polysilizium, ich brauche Dampf für den Niederdruckdampf, brauche ich noch einen Schornstein.
fürs Erste, weil ich habe keinen Plan. Das tut das Ganze nochmal ganz verändern. Wenn wir jetzt in Zukunft mit dem ganzen Zeug noch Dampf erzeugen. Ich könnte mit dem jetzt noch zwei weitere versorgen, auch insgesamt. Dampfhochdruck, wo läuft der Dampfhochdruck denn hier rein? Ah, fürs Papier. Mit Niederdruckdampf könnten wir natürlich auch wieder Wasser produzieren. Wie viel kommt hier raus? 6 Dampf, Niederdruck für 6 Wasser. Das Verhältnis wäre auf jeden Fall schick. Kann man nichts zu sagen. Das Verhältnis wäre praktisch. Die Sache ist, wenn wir zum Beispiel die Produktion hier upgraden, weil aktuell schluckt es alles und braucht halt Wasser dann. Wir müssten also irgendwo einen Wasseranschluss machen für jede Produktion, die wir haben. Vorteil ist, ich glaube, ich brauche viel weniger von denen, weil du produzierst mir 48 Eisen. Wie viel schafft so ein Schmelzofen? Dasselbe. Es braucht halt keine Kohle mehr. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Es braucht halt keine Kohle mehr am Ende. Das soll wahrscheinlich der große Vorteil sein. Steht jetzt langsam wieder mal das Polysilizium. Jetzt haben wir echt Masse gemacht, ne? Also ist der Unterschied so massiv, dass es sich lohnen würde? Das ist ja eher die Frage. Lohnt es sich am Ende, das zu machen, ne? Weil jetzt kommt der 48 raus. Was verringert sich? Was verändert sich alles? Die Schlacke wird wahrscheinlich geringer, oder? Abgase 36. Warte mal. Guck mal, wir sind schlau. Wir haben Technik heutzutage. Ich nehme jetzt mein Handy. Mache ein Foto von dem hier. Das ist der Hochofen. So. Jetzt haben wir das schöne Bild vom Hochofen. So. Nein, ich wollte nicht die Katze. Ich wollte nicht die Katze. Die Katze kann ich mal anders anschauen. Und gehen hoch zu unserem Schmelztiegel. Und dann lege ich mir das einfach drunter, wo Eisen ist. Und schauen wir das Ganze an. Schlacke gleich viel. Abgase werden massiv erhöht. Ich brauche Wasser. Extra. Und halt keine Kohle mehr. Dafür halt 36 Abgase. Also das Dreifache an Abgasen. Vorteil, Abgase tun wir eh schon ableiten. Und mit den die Abgase schicken wir hier rein. Und daraus produzieren wir Schwefel und Kohlendioxid. Aus dem Kohlendioxid wiederum produzieren wir 6 Graphit. Wie viel kriege ich hier raus? 72. Von wie viel Abgasen? 180. Lohnt sich das? Das ist gleich die Frage der Fragen. Weil klar, wir produzieren jetzt ja auch Abgase. Ah ne, warte mal, produziert er weniger? Ne, Quatsch, warte mal. Wir produzieren viel weniger. Ha, weniger Abgase, was ja wieder besser für uns eigentlich grundsätzlich ist. So, jetzt muss ich langsam hier nur aufpassen, wo meine Mathekenntnisse hingehen. Auf der anderen Seite müssten wir ganz viel Graphit produzieren. Und ich glaube, wir haben keine Möglichkeit, aktuell die Graphitproduktion so extrem hochzuziehen. Wenn ich Graphit mir anschaue. Für Graphit brauche ich Kohle, Chlor und raus kriege ich Graphit. Und saures Wasser. Ich kann natürlich unterstützend mit einer Chemiefabrik wiederum das anders auch herstellen. Aber das sind die einzigen Wege, wie ich es machen kann. Was kann ich Gutes mit saurem Wasser anfangen? Mit Dampf kann ich den Schwefel, Ammoniak und Wasser umwandeln. Mit Ammoniak wiederum kann ich was alles anfangen? Kann ich Dünger herstellen? Ich kann Wasserstoff herstellen. Stickstoff kann ich in Luft ballern, das wäre wurscht. Oder ich mache es halt wieder zurück in Ammoniak.
Das kann ich so herstellen. Ich könnte damit eine Wasserstoffproduktion aufbauen. Brauche halt trotzdem Kohle, aber wahrscheinlich weniger im Vergleich zu... Okay. Ich brauche mal wieder einen Ideenplatz, bitte. Ich brauche mal wieder dringend einen Ideenplatz. So. Also, wir gehen davon aus, wir machen das. Wir haben gleich viele Plätze. Bedeutet 1, 2, 3, 6, 9 Produktionsstellen müssten wir umbauen. Passen die überhaupt an dieselbe Stelle? Wie gesagt, der Umbau müsste eh Stück für Stück gehen, aber wir müssten halt dann anfangen, Graphitfahrten mit Kohle auszutauschen, die wir dorthin führen. Gleichzeitig muss die neue Produktion für die Graphitpumpe fertig sein, damit wir alles umstellen könnten. Wo ist das blöde Ding hier? Hier. Lichtbogenofen 2, der ist ja echt massiv. Er würde uns haargenau an diese Fläche passen. Und von den Anschlüssen her wird er auch komplett passen. Wir könnten dann vielleicht vorne rum... Das ist jetzt die einzige Sache. Wo zur Hölle bringe ich den Wasserdampf hin? Eigentlich müsste ich den Wasserdampf irgendwo hier hinterbringen, damit ich Wasser pumpen kann und mit dem Wasser dann das Wasser wieder erzeugen kann, was ich eh brauche. Plus Zusatzwasser für alles andere. Dass ich sozusagen die Hauptleitung, die ich hier habe, verstärken kann. Weil, das dürfen wir nicht vergessen, ich muss dann hier hinten noch Wasser durchziehen. Also es wird schon eng, weil hier muss ein vierter Anschluss hin. Das müsste ich dann hier irgendwo oben platzieren. Den Sand brauche ich hier für wo? Fürs Kupfer. Brauche ich das bei dir auch noch? Wahrscheinlich, ne? Das wird sich leider nicht ändern. Ja, leider nicht, nein. Ist halt trotzdem um einiges effektiver, ne? Hier ist... Ach, hier arbeiten wir schon für den mit fertigen Nebenmann. Das passt schon. Mal, hat der Lichtbogenofen eine andere Anlage dafür? Warte mal. Nee, nimmt auch Mischglas. Alles gleich geblieben. Okay. Nee, ich bin jetzt gerade bloß am Gucken, weil es bringt schon Möglichkeiten, aber der Umbau wird halt massiv. Okay. Aber zurück zum Thema. Wir wollen umbauen. Dafür benötigen wir eine Chemiefabrik. Und zwar, ich glaube, die hier, damit wir das machen können, effektiv. Genau, dafür brauchen wir Kohle, Alter. Und Graphit. Gut. So, wir hatten gesagt, wir haben 9, das mal... Alter, das ist... Mein Hirn rattert jetzt gerade schon, ne, gerade. Wir brauchen 3 Graphit. Macht... Wir brauchen 27 Graphit, um die aktuelle Anlage zu versorgen, ohne Probleme. Also ohne Probleme. Du produzierst mir 24. Bedeutet, ich brauche mindestens 2 von dir. Wenn wir schlau sind, nehmen wir eine und flippen die, dann können wir nicht alles auf einer Stelle reinleiten. Damit das gleich ausgelagert ist. Warte mal, wo müssen die rein? Ne, das muss da schon rein. U-förmig, genau. Ich baue natürlich direkt hier auf Geschwindigkeit und dadurch, dass es ja eigentlich nicht juckt mehr, gehe ich direkt mit den drei an. Achso, das sind nicht die... Weil so könnte ich rein theoretisch noch so upgraden, um, wenn ich mehr brauche, aber das werde ich nie brauchen, aber, weißt schon, wenn. Wenn dann. So, als nächstes brauchen wir natürlich den Chlor. Den Chlor können wir erzeugen, und zwar durch einen Elektrolyser Stufe 3. Wir brauchen hier insgesamt nur 6. Das ist sehr effektiv. Bedeutet, da reicht der normale Elektrolyse aktuell.
Clip. Wir wollen Chlor draus machen, genau. Rohrleitung 3 hier. Gut. Schaut zwar doof aus, aber dann habe ich Platz, keine Ahnung. Bedeutet, hier muss... Ich verwende schon wieder das Falsche. Hier muss die Kohle rankommen. Kohle, Graphit, genau. Und dann führen wir hier... Das führen wir ja natürlich ab. Einfach für die Vollständigkeit, weil es wahrscheinlich cool auch noch mit ausschaut, wenn alles wirklich angeschlossen ist. Führen wir das ab. Und du gehst dann mit flachen Förderbändern sogar raus. Und raus kriegen wir unser benötigtes Graphit. Ist das alles? Ist das alles, um auf Graphit umzustellen? Ernsthaft? Klar, der Umbau dahinter wird schwieriger. Aber um eine testweise Produktion oder Lageranlage zu bauen, Entschuldigung. Ist das alles, was ich benötige, oder wie? Schau, und wenn ich sage, ich baue sonst immer noch eine weitere Anlage dazu... Und nehme jetzt dich, setz dich bis an den Rand hier dran. Ist die sehr kompakt. Wenn ich dich jetzt nehme. Und ich muss ja das nur ein bisschen zwischenlagern. Könnte ich das hier reinbauen. Ich kriege hier Wasser und kann hier bestimmt auch irgendwo an Sohle rankommen. Das sollte kein Problem sein. Dass ich hier irgendwo ein Sohlelager rankriege. Das sollte ja kein Problem sein. Kohle läuft darüber, bedeutet, ich sollte die Kohle auch sonst abscheffeln können nach drüben. Also die Entscheidung, das da drin zu bauen, ist gerade so eine Sache, wo ich einfach sage, ich habe gerade da Fläche und könnte mir vorstellen, dass ich das irgendwie schaffe, dass ich das hier einbaue. Bis ich den kompletten Umbau schaffe, die zwei Kohle... Tanks, die da sind, nee, kann ich eigentlich gar nicht abbauen, weil die ja hier mit vernetzt sind, auch mit dem Rest. Ist ja Sache, die Kohle wird ja nicht nur an bestimmten Stellen gebaut, sondern überall. Wait, andere Frage, wo brauche ich überhaupt die ganzen Kohlen? Hier geht ein Kohleding weg, aber halt zu einer Fabrik, die ich auf Graphit umstellen könnte. Gott, okay. Da geht Kohle hin. Sehe ich hier auch Kohle? Hier sehe ich auch Kohle und die führt zu einer normalen Anlage, weil ich hier nicht viel... Warum ist hier eine Glasproduktion? Hä? Brauche ich die für irgendetwas anderes? Oder warum zur Hölle ist da drin eine Glasproduktion? Oder war das mal ein Upgrade? Ich pausiere dich mal. Ich weiß nicht, warum du da drin bist. Warum zur Hölle habe ich hier eine Glasproduktion reingebaut, eine zweite? Schau mal, was da für ein... Hä? Hä? Ich glaube nicht, dass das im Skript so stand. Aber wisst, glaube ich, wo ich drauf hinaus will am Ende, ne? Wir sollten das einigermaßen hinkriegen können. Dass das Ganze hier wieder läuft. Ah, aber wir könnten das, glaube ich, echt hinkriegen, wenn wir hier oben fürs Erste das irgendwie reinzimmern. Und dann hier... Ja, hier wird es halt spannend.
Wir müssten auf Stufe 4 wahrscheinlich. Also auf der oberen Stufe hier oben das langlaufen lassen. Neben Wasser, was wir auch noch benötigen. Also rein theoretisch. Dadurch, dass wir natürlich schauen müssen, dass das... Wir können ja schon mal circa vorbereiten. Aber dann kommen wir genau zu so einer Stelle hier. Ich muss halt mindestens hier rüber. Ich sollte aber trotzdem wieder cool anschließen können, weil dies, weil ich das gedreht habe, lol. Ach schau, ich muss auch hier drüber. Ha! Nein, flaches Förderband, weil das ja läuft ja aufs flachen Förderband. Aber wo läufst du hin? Da läuft nochmal Kohle weg. Zu dir. Weil du hier hinten noch Kupfer produzierst. Stimmt. Das sind halt alles so Kleinigkeiten, auf die man achten muss, weil man nicht weiß, wo man teilweise Sachen hinführt. So, was ist jetzt aber, wenn ich sage, ich produziere... Weil ich Wasser brauche, muss ich natürlich eine Wasserleitung führen eigentlich. Und wir sagen mal, ich muss das hier anschließen. Das geht, gut. Dann bin ich schon mal zufrieden. Ich kann das Wasser hier hinten anschließen. Gut, weil dann kann ich hier das alles zuführen, beziehungsweise ich habe hier gleich... Nee, das ist Ding. Das ist Sauerstoff, das ist Wasser. Ich kann die Wasserleitung nutzen, um das zu verteilen. Alles gut. Durch die aktiv funktionalen Zwischentanks sollten wir auch genug Zeit haben für den Umbau. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir das mit dem ganzen Säurezeugs und sowas machen, weil wir haben natürlich jetzt hier saures Wasser in Masse. Was aber gleich von anderen Anlagen kommt, weil so viel produzierst du nicht. Du produzierst 3 Chlor. Was ist... Hier kommt noch eine Chlor. Du produzierst auch nur 6 Chlor. Bedeutet so viel, wie die ganze Anlage hier produzieren würde. Wenn ich es schaffe, irgendwie das anzuschließen. Wie gesagt, es ist ja alles temporär. Ich muss erst den Umbau hinkriegen mit Zwischenlager, dass ich anfangen kann... die dauerhaften Aufstellungen so zu bauen, dass es funktioniert. Und wenn ich die Serverrechenzentren vielleicht auch irgendwann mal umziehe noch, dann sollte es auch ganz gut passen, weil ich würde die gerne vielleicht in die Nähe von den Atomreaktoren stellen, wo eh viel Wasser ist, dass ich dann runterkühlen kann. Auch wenn es ja eigentlich kein Wasser braucht, weil es ja ein selbstlebender Zyklus ist. Ich könnte es irgendwo hin platzieren. Könnte ich ja echt, ne? Warte mal. Du brauchst bloß ein bisschen Wasser und ein Kühlsystem. Ne, warte mal, schau, das Wasser wird weniger. Aus 30 Wasser wird 24 gekühltes Wasser. Und aus 24 gekühltem Wasser gleich wird wieder 24 normales Wasser. Also du kriegst nicht alles zurück, aber du brauchst es nicht unbedingt. Oder so. Gut. Ich bin komplett verwirrt. Ich wollte, genau, ich wollte Solarpaneele einfach mal ausprobieren, um zu schauen, was die uns bringen könnten. Wie Gelände zu niedrig. Hä? Ich wollte gerade sagen, was soll denn das jetzt? Wir platzieren das mal hier auf einen unserer großen Freiflächen und schauen, was passiert. Schnell bauen. Uff. Was? Ich brauche 10, um 1,2 Megawatt zu produzieren. Ernsthaft? Uff. Uff. Ich brauche also 100 von denen, um auf 12 Megawatt zu kommen. Für was zur Hölle? Versorge Überschussverbraucher. Wenn aktiviert, kann
Hier erzeugt der Strom nur von Verbrauchern, die als Überschussverbraucher ausgewiesen sind, verbraucht werden. Der Überschussmodus ist nützlich für Generatoren, wenn ungenutzte Energie verloren gehen würde. Was hat jetzt Bing gemacht? Oh, okay. Danke für die Info. Also das hier... Jetzt ist es regnerisch, jetzt kriege ich nur noch die Hälfte. Ich könnte mich nicht mal drauf verlassen. Aber wenn du überlegst, ich bräuchte ein so ein Feld, das sind 9, dann bin ich noch nicht mal bei einem Megawatt, den ich abdecken kann. Das ist ein 60stel von unserem Verbrauch. Dann überleg mal die Fläche. Holy shit, ich hab gedacht, ich komme damit besser zurecht. Holy moly, okay, nope, das kannst du vergessen. Wie viel braucht so ein Hoch... Wie braucht zum Beispiel so ein Hyopal? Allein für den bräuchte ich 30 circa. Für einen Hochofen. Apropos. Der braucht schon 5,5 und 4 Teraflops. So, by the way, darauf habe ich gar nicht geachtet jetzt. Aber das da könnte ein anderes Problem werden, auf das wir stoßen. Dass wir ja saumäßig viel brauchen für die Produktionsding, weil wir ja dann da einen Teraflops brauchen. Oder wir brauchen eine große Serveranlage. Bis ich das mache. Puh. Okay. Neue Herausforderung freigeschaltet sozusagen. Wie läuft es beim Verkippen? Gut. Wie viel Kupfer ist da drunter? Ja, da ist schon fast nichts mehr, aber hier wird einiges sein, glaube ich. Wir verkippen trotzdem die komplette Fläche einfach zur Nutzung. Aber allein, wenn ich hier nur, weil hier ist ja gleich gar nichts. Hier ist ja nada niente, ne? Hier, wenn ich mein Serverrechenzentrum aufbaue fürs Erste. Wen juckt's? Guck mal, wir machen einfach hier einen großen Flüssigkeitsspeicher hin. Pass auf. Wir machen jetzt hier eine Serveranlage hin. Ich kann jeder hassen dafür, aber die muss ich weder ans Netz wirklich anschließen noch irgendwas anderes, weil Verlust ist 6 pro Kühler oder 12 pro Minute. Bei 1000 Lagerungen haben wir 100 Minuten, circa, bis das Ding leer ist. Genau. Wir brauchen Kühltowers. Jeder Ausgang ist ein Eingang. Du gehst auf Wasser und wir sagen ihm fürs Erste, er soll es vollfüllen. Weil, warum nicht? Dann setzt man auf die Hälfte und dann soll es immer nachtanken, wenn es sein muss. So, wir haben hier Wasser und wir haben hier Kühltower. Guck, wir machen das jetzt gleich so, dass wir den dritten auch noch anschließen. Oder wir machen... Ne, wir machen es einfach so schon. Wir machen das wie folgt, weil so viel Wasser braucht er gar nicht. Ah, ich finde es halt lustig. Ich meine, man muss ja nicht immer komplett ernst sein, ne? Ein bisschen Spaß kann man auch haben. Jo, die Taste hier gar nicht rausgefunden gehabt. Ne, warte mal. Wollte gerade sagen, irgendwie passt das nicht. So, schau an. Wir machen jetzt einfach das ganz simpel. Wir machen hier ein interessantes System, einfach was schnell funktioniert. Ich mache das typische System halt im Grunde. Wir machen einen Wasserkühler, der hier steht. Da dran kommt das Rechenzentrum. Warum kann das von zwei Seiten... Ah ne, warte mal, hier kommt kaltes Wasser raus. Ach, warte mal, ich musste ja gar nicht... Ich kann die in Serie schalten. Kann ich euch in Serie schalten? Entschuldigung, das muss ich jetzt aber probieren. Das wäre ja der Hammer. Das bedeutet, ich kann das komplett unabhängig machen und einfach ein Ding dran setzen. So, schau mal, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir platzieren dich hier.
dann guck. Nein, ich hab's ausgeschnitten damit. Kann ich die einfach so anschließen? Lol. Und dann kann ich einfach eine rote Leitung hier dran setzen. Ah, schade, jetzt habe ich nicht den Fehler gemacht, jetzt habe ich es falsch rum gemacht. Du bist jetzt geflippt. Ich muss das Ganze einmal ausschneiden und drehen, bitte. So, hier kommt jetzt das kalte Wasser rein. Ich baue das jetzt einfach mal. Weil das mich jetzt gerade interessiert, wenn ich das in Serie schalten kann. Ja, why not? So, das wäre die neue Anlage. Dann kann ich hier drei in Serie schalten und dann daneben noch welche platzieren. Ah genau, ich habe keine Aufgaben mehr. Wir bauen mal hier eine Einfahrt, bitte. Ich will schauen, wie tief wir hier sind. Oder wie tief wir gehen können. Okay. Bringt ihr mir... Ja, hier bringt ihr mir Wasser. Super. Aber bringt es hier hin. Ihr solltet das System füllen, Leute. So bedeutet... Ah ja, der füllt es auf. Und der macht... 24 pro Minute. Vielleicht brauche ich ja gar nicht die Menge, die ich mir vorstelle. Die müssen halt nur ein bisschen gekühlte Wasser ranbringen, damit es umwandeln kann. So, okay. Na, schau, die graben sich da schon ins Kupfer rein. Super. Das wird schon abtransportiert. Ja, schau mal, wie schön das leer wird. Das wird absolut kein Problem für uns. Solarpaneele tun wir einen Tonnenplatz produzieren. Keine Ahnung, ich bin jetzt gerade irgendwie so nicht der Solarpanel-Fan. War schön, ich kann jetzt hier... mir ein paar platzieren. Die kosten... Ja, okay, sie kosten einiges an Solarpanelen. Aber wenn ich so ein Feld mache, habe ich nicht mal... Habe ich vielleicht... Hab ich nicht mal ein Megawatt. Das ist ja eher traurig eigentlich, ne? Im Gegensatz zu unserer anderen Produktion ist das ja... so absolut nichts unterwältigend, würde ich es eher nennen, weil das sind jetzt 600 kW? Nicht mal, eher an die 540 oder so? Jetzt sind wir bei... Wow, wir sind gerade so bei 900 kW, nicht mal ein Megawatt. Mit der Fläche hier. Wenn ich das auffülle, nur mit Solarpanelen, kriege ich vielleicht ein Zehntel von der Produktion her, die ich hier habe, glaube ich. Und die reizt sich ja noch nicht mal aus. Ich könnte ja bis 127 Megawatt aktuell fahren. Ohne irgendwas. Gucken wir mal. 1,5 Megawatt. Es covert immerhin... die Stromspitzen von ihm. Beschweren kann man sich da auch nicht, ne? Machst du eigentlich was oder bist du gerade so... Ah ne, du kriegst ja gar kein Wasser ran. Warte mal. Ich habe dich gar nicht angeschlossen. Dann funktioniert das auch nicht.
Das bedeutet, ich kann rein theoretisch dich kopieren, einen noch hier dran setzen, dich so machen und so und hab dann direkt dieselbe Kühlleistung, weil es fließt ja durch. Ist das geil, okay. Ist das cool. Ich könnte 10 hier schon reinbauen, ne? Weil dann machen wir die Fläche vorne wieder frei. Oh, guck mal, die Server werden so angeschlossen. Schick. Ich muss mal kurz ein Server-Rechenzentrum hier leider abbauen anfangen. Gut, danke. Rechenzentrum hier vorne vollfüllen. Wo ist es denn? Da ist es. Na komm, voll machen. Ist ja auf jeden Fall voll dann. Mit den Solar. Es wird einfach mit den Solarpanelen da vorne betrieben. Ganz easy. So, und dann machen wir das andere Rechenzentrum hier auch leer. Ja, keine Sorge, ihr braucht gerade viel zu viel, aber wir haben ein neues Rechenzentrum aufgebaut. Was die Versorgung eindeutig verbessern könnte. Holy moly. So. Unser neues Rechenzentrum. Wir brauchen 40 kW für 2 Teraflops. Bei möglichen... Das ist jetzt wieder sehr viel Mathe, ne? Also wir brauchen 40 Kilowatt bei 192 Teraflops auf 40 kW. Kommen wir auf 7 Megawatt, die wir verbrauchen für unsere komplette robotische Rechenleistung, die wir gerade haben. 7 Megawatt irgendwas. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Aber es geht voran, wir bauen um. Weil jetzt ist das System hier vorne komplett unnötig. Und wir können hier wieder uns Platz schaffen. Ah, stimmt, ich habe hier mal einen Verstärker reingebaut. Da war was. Weil mir die Wasserproduktion so schlecht war. Ach, guck mal, ich habe hier einen Wasserimport sogar gemacht. Holy shit, aber ja. Ich habe ja auch eventuell hier hinten eine riesige Wasserfabrik stehen. So, wie voll ist das denn? Oh, guck mal, wir sind wieder auf normalen Uran, oder? Nee, doch, wir sind mittlerweile auf normalen. Wir haben 1300 alleine auf Lager. Also, wie gesagt, das Ganze funktioniert ja auch ganz gut. Die Sache hier halt ist, du musst halt für den Umwandel auf abgereichertes Uran brauchst du relativ viel Plutonium. Und Plutonium kriegst du ja nur durchs Zurückwandeln, ne? Ich habe keinen anderen Weg, um Plutonium zu produzieren, glaube ich. Nein. Ich brauche ganz viel Atommüll. Easy as that. So, Fahrzeugverwaltung bedeutet, es gibt bald wieder neue Fahrzeuge für uns. Das ist super. Also mehr Platz für Fahrzeuge. Und hier grabe ich mich gerade eventuell ins Gold rein. Das sollte ich eventuell wieder beachten, dass ich das nicht tue. Und wir eher dann nach vorne graben, bitte. Jetzt brauche ich hier noch eine Goldlagerstätte. Eieieiei. Wie läuft's hier vorne? Die kommt gut voran. Erde ist mittlerweile voll. Kümmert sich keiner mehr um die Erde verkippen? Oh, wir sind am Limit. Guck mal, das machen wir dann wie folgt. Wo ist der Turm? Da. Genug Fläche. Nur nutzen.
Gut, Leute, aber bevor ich hier weiter laber und weiter rummache, würde ich sagen, wir lassen es für heute bei dem. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.